85 Medaillen hat Sanja Vukasinovic bereits ertanzt. Letztes Jahr sogar den Europameistertitel. Die Stadt Salzburg zeichnet sie nun mit der Sportmedaille in Silber aus. Nur, sie weiß bis zu diesem Moment nichts von ihrem Glück. Auch nicht, warum sie eigentlich im Amtszimmer des Vizebürgermeisters ist. Die junge Dame hier, die nichts weiß, habe ich gehört, aber das ist gut. Das ist normalerweise nicht so, aber das macht mir jetzt noch viel mehr Spaß an euch. Ich habe mehrere Auszeichnungen bekommen und das ist jetzt meine 10. Auszeichnung und das ist jetzt das Größte, was ich bekommen habe. Ich war total überrascht, ich habe von dieser Ehrung nicht gewusst, aber das ist mir eine große Ehre und ich bin auch stolz und dankbar, dass ich hier sein darf. Und stolz ist sie zu Recht. Die Stadt Salzburg wirft mit Sportmedaillen nicht gerade um sich. Im Sport wird es eigentlich nicht so oft vergeben, muss aber ehrlich sagen, wir haben auch nicht so oft eine Europameisterin. Und insofern freut es mich sehr, dass ich das heute persönlich tun habe können und dass auch das gesamte Stadtratskollegium eigentlich einstimmig dem Ganzen zugestimmt hat. Sanja Vukasinovic ist jeweils dreifache Vize-Europameisterin im Single Woman und im Single Freestyle. In Prag hat sie sich letztes Jahr mit dem Europameistertitel im Freestyle gekrönt und Bronze im Single drüber gestreut. Das freut auch den Salzburger Behindertensportverband. Ich kann mir den Tanzsport ohne der Sanja nicht mehr vorstellen. Sie hat sozusagen die Motivation auch für viele Junge, die also dann in den Tanzsport eintreten. Und ich bin überzeugt, dass viele junge Tänzer wieder einen Rollstuhl brauchen. Und da sind wir sehr froh, wenn die Ruxa, unsere Gertraud, hier wieder uns behilflich ist. Und hier können wir dann einen finanziellen Beitrag dazu leisten. Private Engagements wie Pro Salzburg von Gertraud Ruxa-Giebisch, das der Obmann angesprochen hat, sind für den Salzburger Behindertensportverband dringend notwendig. Die Kosten für diverse Sportgeräte und Reisen zu Wettkämpfen sind erheblich. Doch Momente wie der heutige zeigen, wie sehr sich das lohnen kann. Und die Sanja kann ja sozusagen noch weiter sehr, sehr aktiv sein. Insofern stelle ich ihr natürlich auch noch bevor, dass sie vielleicht einmal die goldene Sportmedaille der Stadt Salzburg bekommt. Und alle, die die ehrgeizige Ausnahmetänzerin kennen, gehen eigentlich davon aus, dass ja auch die noch ins Haus stehen wird. Wo ihre Auszeichnungen übrigens sehr gut aufgehoben sind. Meine Medaillen haben ganz besonderen Platz bei mir zu Hause. Ich habe so eine ganz schöne Schachtel und ich tue die Medaillen nach der Reihe so schön sortieren. Aber diese Plakette wird einen besonderen Platz bekommen und wird im Wohnzimmer hingestellt. Dann sollte der Stadtsenat die goldene vielleicht schon mal polieren. Denn heuer ist Weltmeisterschaft und Sanja Vukasinovic ist auch dort alles zuzutrauen.